Hallo, hallo. Der erste Vortrag hier im Saal und außer der Opening auch ja überhaupt so. Gerade die erste Runde geht los, deswegen ist es noch ein bisschen chaotisch. Aber hier vorne gibt es noch ein paar Plätze, da hinten steht noch jemand. Wir spielen unser Lieblingsspiel. Einmal die Hand hoch, wer noch einen Platz neben sich frei hat. Da sieht man mal, wie viele Plätze. Vorhin meinte hinten schon jemand, nee, wäre alles voll. Stimmt nicht. Genau, hier vorne wird nicht aufgezeigt, das ist richtig, das ist nämlich mein Platz. Also wenn da hinten reinkommen, nochmal Arme hoch, da kommen noch welche, da gibt es überall Sitzplätze. Bitte einfach verteilen. Oh, das funktioniert wunderschön. Ich glaube, alle sind auf dem Weg zu einem Platz. Ihr dürft die Arme runternehmen, temporär, bis die nächsten kommen. Genau, also wie bei der Bahn so, ne? Es verzögert sich um wenige Minuten. Ich glaube, Bock ist noch nicht ganz bereit. Gebt mir einen Daumen, ja, wenn ihr soweit seid. Okay, super. So, du bist auch bereit? Ich bin bereit. Wir alle sind bereit. Das ist doch hervorragend. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zu diesem ersten Talk. Wir sind bestimmt früher als die anderen, also der erste Talk der GPN. Es geht um Erfurt und NFC und zwar ein bisschen um die Grundlagen. Erfurt ist ja das, was in all diesen Karten steckt, die ich habe in meinem Portemonnaie. Und ich bin da immer ganz skeptisch, so mit, kann mir aus Entfernung auslesen und so. Und genauso Sicherheit ist ein Thema heute. Und das werden wir jetzt hören in der nächsten Stunde. Und deswegen einen herzlichen Applaus für unseren Speaker, für den Talk zu RFID und NFC. Ja, danke schön. Kann man mich hören? Passt? Okay, super. Ja, vielleicht ganz spannende Frage. Wir hatten alles zum Beispiel schon, oder wir hatten überhaupt alles wahrscheinlich etwas an sich, von dem er weiß, dass es RFID, NFC oder ähnliches ist. Ja, okay. Falls man es nicht gesehen hat, es haben ungefähr alle die Hand gehoben. Wer hat da schon irgendwie, was weiß ich, seine Kreditkarte in eine Schutzhülle oder sowas gesteckt, damit es nicht jeder lesen kann? Hat doch auch schon ein paar. Also nicht um Angst zu machen, sondern es ist einfach nur interessant, wenn die Nerddichte höher wird, dann werden auch diese Schutzhüllen höher. Oder gibt es auch direkt einen Geldbeutel, also der Geldbeutel hat es eingenäht. Da merkt man davon nichts mal, aber kann man da nicht mehr vorbeigehen, einfach auslesen. Gut, ich möchte so ein bisschen NFC und RFID-Grundlagen machen, einfach so ein bisschen vorstellen und meistens dabei so eine ja, Security-Perspektive darauf haben. Ich bin selber Pentester, also ich darf legal hacken und werde dafür auch noch bezahlt. Soweit macht es Spaß, danach muss man Bericht schreiben und so. Das ist der Teil, der dann nicht mehr so viel Spaß macht, aber alles im Allen ganz gut. Aber eben über die Jahre bin ich über die ein oder andere ja, Anwendung gestoßen, die halt sich eben auch an RFID oder NFC bedient als Technik. Und da gibt es halt eben ganz spannende Dinge, die man eben sehen kann. Also Klassiker sind vielleicht Zugangskontrollsysteme. Das haben die meisten an den Firmen oder auch die Studenten kennen es von meistens ihren Mensa-Karten oder eben auch manchmal darüber wird noch Raumzugang gemacht. Also da gibt es wirklich sehr viele Anwendungen. Um mal direkt einzusteigen und vielleicht diese Begriffe kurz zu klären, weil da stoße ich auch immer relativ viel auf unterschiedliche Wahrnehmungen. Ganz einfach, was das bedeutet, also ich kenne immer wieder Leute, die kommen zu mir und sagen, kannst du diesen RFID-Tag kopieren oder das geht doch, du kannst das doch. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt sehr, sehr viel Unterschiedliches und dazu muss man erstmal diese Begriffe an sich anschauen. Also RFID ist tatsächlich als allererstes mal ein Sammelbegriff. Das ist nicht mal ein Standard oder sonst irgendwas, sondern das heißt eigentlich nur, dass per Funk ja, Identifikation betrieben wird. Also Geburtsstunde tut man so eigentlich eher bis Zweiter Weltkrieg zurückdatieren, wo dann die ersten Flugzeuge Feinderkennung hatten, per Funk auch schon. Da kann man das so ein bisschen einsortieren. Also diese Entfernung, was wir uns immer so im Vorbeigehen bei nahen Entfernungen auslesen, das ist dann schon eher NFC. Das ist auch ein Teil von RFID, praktisch eine Untermenge. Aber eben RFID ist eigentlich prinzipiell alles, was irgendwie ja, funkt und damit identifizieren möchte. RFID, eben Sammelbegriff, NFC, das ist tatsächlich standardisiert. Also da gibt es das NFC-Forum, die tatsächlich gesagt haben, was zählt alles dazu, was nicht. Genau, also sprich, wenn ihr jetzt eine Karte aus eurem Geldbeutel nehmt, kann es sein, dass die nächsten drei Leute neben euch auch die Karte aus dem Geldbeutel nehmen und es drei völlig verschiedene Techniken sind, die nichts miteinander zu tun haben.
Genau, deswegen gibt es so ein paar grundlegende Merkmale, an denen wir die unterscheiden können. Das ist jetzt vor allen Dingen beispielhaft, weil man kann sich natürlich noch sehr viel mehr vorstellen, gerade auf technischer Ebene, wie modulieren sie oder so. Aber für den ersten Teil, also das zumindest, ich sehe das immer aus einer recht praktischen Perspektive. Ich habe das auch nicht alles immer ins Detail studiert, aber eben, ich möchte es irgendwie benutzen, ich möchte damit rumspielen können und dazu sind eben ein paar grundlegende Dinge erstmal wichtig. Das erste ist typischerweise die Frequenz. Ich habe mal die zwei, ich sag mal, typischsten, die man jetzt aus diesem aus dem RFID-NFC-Bereich so kennt. Also gerade das, wenn diese Schlüsselkarten, die man so kennt, die werden betrieben meistens auf 13,56 MHz oder auf 125 kHz. Das sind so die zwei beliebtesten Bereiche, die man dafür hat. Wenn man jetzt andere noch Bereiche dazu nehmen würde, also so Hochregallager, wo dann eine Palette irgendwie durch ein Tor durchfahren kann und danach weiß man genau, was alles auf der Palette lag, was der Gabelstapler da transportiert hat. Das sind wieder dann ganz andere Frequenzen und andere Techniken, aber prinzipiell auch RFID. Auch noch ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist die Stromversorgung. Also daran lässt sich es auch relativ einfach gliedern. Das meiste, was wir auch eben heute besprechen werden, und das ist eben auch das, was einem so typisch begegnet, sind hauptsächlich die also zumindest für mich als Pentester mir hauptsächlich begegnet, sind die passiven Techniken, sprich in so einer Karte, die ihr da im Geldbeutel habt, die hat keine Batterie oder sowas drin, sondern die wird rein passiv betrieben. Also da ist eine Antenne gewickelt und die Antenne, da sie gewickelt ist, wirkt auch als eine Spule und darüber wird dann wirklich Strom induziert vom Lesefeld des Lasers und hat somit ausreichend Strom, um eben den Chip da drin zu betreiben. Andersrum gibt es eben auch aktive, das sind dann die meistens, wenn man halt größere Entfernungen überbrücken möchte. Genau. Ich habe vorhin mal gesagt, es ist gar nicht so leicht zu sagen, was es alles ist. Auch das soll einfach nochmal kurz so ein Auszug sein. Das sind verschiedene Produkte. Die findet man also, je nachdem, was man anschaut, ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, was man dort sieht, was man dort findet. Es gibt so ein paar, ich sag mal, Produkte oder ein paar Techniken, die sich für einen besonderen Anwendungszweck irgendwie durchgesetzt haben und andere dann wieder halt auf völlig anderem Gebiet. Das jetzt nicht, um die alle auswendig zu lernen, ein paar davon habe ich vor, tatsächlich nochmal so ein bisschen im Detail durchzugehen. Das sind so die, die dann aus meiner Erfahrung einfach sehr häufig vorkommen, gerade wenn es um den Bereich Sicherheit geht. Aber eben, das soll einfach mal als Überblick dienen, es gibt noch deutlich mehr. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen schwierig, deswegen ist es eine ganz gute Idee, die vielleicht zu klassifizieren. Genau das hat das NFC-Forum gemacht. Das hat die einfach in mal vier Typen aufgeteilt. Das sind dann verschiedene Kriterien, hier auch einfach nur wieder als Beispiel. Mir geht es einfach nur darum, dass eben RFID kann so gefühlt alles sein. NFC ist schon sehr viel sortiertere Welt, da können wir sehr genau mit arbeiten, da kann man halt auch wirklich sich drauf verlassen, sage ich mal, relativ. Also wenn ihr dann im Internet eine Karte kaufen wollt, die ihr auf jeden Fall mit eurem Android-Smartphone lesen können wollt, dann könnt ihr euch halt eine NFC-Karte kaufen, die eben einen dieser vier Typen entspricht, weil Android kann halt NFC. Und das ist eben standardisiert, aber das heißt jetzt eben nicht, dass es auf einmal jede Karte lesen kann, die ihr so rumfliegen habt. Das kann man von hinten vielleicht nicht mehr ganz lesen. Darum ging es mir auch nicht. Es ist auch inzwischen schon wieder etwas veraltet, dieses Diagramm, aber auch da nochmal als Übersicht. Also wir reden hier von einem riesen Bereich an unterschiedlichen Produkten, Techniken, die sich alle irgendwie in Details unterscheiden können. Ganz schön unten zu sehen, vielleicht wenn wir von unten anfangen, im Blauen, das sind tatsächliche Standards. Also die Funkschnittstellen, da halten sich dann wirklich alle Hersteller irgendwie so an die Standards. Die können sich natürlich unterscheiden. Also kann sein, dass der eine Laser tatsächlich nur einen Standard unterstützt und dann kann er natürlich die Karten, die den anderen Standard verwenden, nicht lesen und nicht schreiben. Wenn ich von RFID-Lesern spreche, also die Geräte, die das dann tatsächlich, wo man die Karte nachher drauf liest, die werden immer Leser oder halt eben Reader genannt, die können auch immer schreiben. Also es gibt eigentlich nicht einen, der nur lesen kann und schreiben nicht. Also wäre mir typischerweise nicht bekannt. Also das ist tatsächlich immer beides in einem, so ein Gerät. Dann in diesem großen orangenen Block drüber, das sind tatsächlich Produkte, eben auch nur beispielhaft, weil es gibt eben auch dort wieder sehr viel mehr. Und da drüber sind dann die Typen, die wir uns gerade so ein bisschen angeschaut haben, dass man so ein bisschen schauen kann, wo was reinkommt. Man sieht, das sind deutlich mehr wie vier da drüber. Von hinten wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Manche davon sind nur umstrichelt oben. Das sind tatsächlich nicht durch das NFC-Forum spezifizierte Typen, aber das sind so
ja, Typen, die man zusammengliedern kann, weil sie ein Hersteller dafür ja, praktisch seinen eigenen Typ erfunden hat und den auch eigentlich ganz gut so durchgesetzt hat. Genau. Ich würde jetzt ganz gerne mal einfach so ein paar Techniken durchgehen, die mir häufig begegnen. Vielleicht können wir dann eben auch mal ein bisschen auf Details schauen, wo man die wiederfindet. Vor allen Dingen eben, wie sie grob funktionieren, einfach, dass ihr mal so einen Überblick gekriegt habt über die verschiedenen, über die Sicherheit der verschiedenen Tags. Und ich möchte auch, zumindest dann, wenn es sich irgendwie lohnt, so eine Empfehlung geben. Das ist das, was ich halt als Pentester tatsächlich auch machen möchte oder muss. Naheliegend, ich muss nicht nur eine Schwachstelle finden, sondern man sollte auch wissen, wie man die Welt dann vielleicht ein bisschen besser machen soll. Es soll nicht ganz so destruktiv sein. Diese Liste hier ist sehr willkürlich, einfach von mir gewählt. Wie wir gerade gesehen haben, gibt es deutlich mehr. Das sind die, die mir häufig begegnet sind. Geht anderen vielleicht anders. Ich sehe sehr große Unterschiede zum Beispiel in Kontinenten. Also in Amerika gibt es halt dann sehr viel mehr verbreitet HID als Zugangssystem. Die sind jetzt hier nicht mal aufgeführt. Kann man gerne auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber eben, das sind so die, die im europäischen Raum recht vertreten sind und meistens dort, wo es sicherheitsnahe Anwendungen gibt. Ich habe drunter noch in Klammern geschrieben, die werde ich eben nicht durchsprechen. Das sind auch welche, die man ganz, ganz häufig sieht, aber halt meistens eher nicht in sicherheitsspezifischen Anwendungen. Also unten, das sind Dinge für, ja, weiß nicht, wenn ihr Skifahren geht und da gibt es dann so Drehkreuze, man kauft sich so einen Skipass, da sind dann ganz gerne mal so MyFair Ultralight drin. Also kann man natürlich auch sagen, dass was mit Sicherheit zu tun hat, denn wenn man die natürlich kopiert, dann kommt man vielleicht ganz günstig weg, was den Skiurlaub angeht. Aber eben die typischeren Dinge, die jetzt weiter oben sind, sind dann halt tatsächlich Zutrittskarten, Karten, die ganz gerne auch mal was dann mit Geld zu tun haben, also Mensakarten. Viele der Studenten können mit ihrer Karte dann in der Mensa auch bezahlen. Das ist natürlich auch interessant, wenn man da jetzt, ich sage mal, beliebig viel Geld draufladen könnte, wäre natürlich schon schön. Und damit einkaufen kann. Und das sind dann eher diese oberen Techniken. Gut, ich würde jetzt gerne einfach mal die erste vorstellen. Das ist MyFair Classic. Ist tatsächlich ein Klassiker, unabhängig des Namens. Ist tatsächlich einmal sehr alt. Also eben, das müsste ich lügen, das genaue Datum weiß ich nicht, aber Anfang der 90er war es, glaube ich, dass die so eingeführt war. War auch damals schon relativ billig. Man kann diese Karten so allgemein so ein bisschen messen an, ich sag mal, wie schlau sie sind. Bei MyFair Classic handelt es sich eigentlich um eine Speicherkarte, einfach nur eine Memory Card. Also man kann Dinge draufschreiben und Dinge davon wieder lesen. Diese Dinge kann man sogar mit Passwörtern schützen, mit Schlüsseln. Nicht beliebig, das sehen wir alles auch noch. Und das war es eigentlich. Also die können jetzt keine besonderen Berechnungen durchführen oder sonst irgendwas. Die haben sich durchgesetzt. Also sie waren irgendwie wahrscheinlich damals relativ, heute sind sie nicht teurer geworden, also es ist spottbillig, diese Karten. Und dementsprechend haben die einen ganz großen Verbreitungsgrad gefunden. Also bis heute, obwohl, Spoiler vorweg, eigentlich seit 2008 sie als vollkommen unsicher gelten, ist das immer noch die meist eingesetzte Karte, also gerade in diesem Anwendungsgebiet, laut Hersteller. Ist nicht unbedingt eine gute Sache, weil eben sie unsicher ist. Genau, vielleicht als erstes Merkmal, das haben eigentlich alle Karten gemeinsam, ist das, was hier als Unique ID, also diese Karten sind allgemein einfach unterscheidbar. Meistens haben die einfach alle eine eindeutige Seriennummer. Die ist bei MyFair Classic 4 Byte lang gewesen. Wie man dann gemerkt, also die heißt heutzutage offiziell sogar nicht mehr Unique ID, denn sie wurde so häufig verkauft, dass 4 Byte nicht mehr gereicht haben, um die Karten unique zu machen. Also hat man dann tatsächlich auf 7 Byte erweitert und man kann sogar, glaube ich, auf 10 Byte hoch. Ich habe noch nie eine 10 Byte gesehen, aber eben die Spezifikation würde es zulassen. Genau, also die Karte kann man drunter halten, kriegt so eine eindeutige Seriennummer, das ist kein Geheimnis. Damit kann man die einfach erstmal unterscheiden. Dann gibt es da verschiedene Speichergrößen, die man haben kann. Ja, einfach für, je nach Anwendungszweck, wie viel ihr darauf speichern wollt, gibt es sie halt in unterschiedlichen Größen. Unterteilt ist das Ganze in Sektoren und Blöcken. Ich glaube, ich habe gleich auf der nächsten Folie ein Beispiel, dann kann man sich so ein bisschen besser vorstellen. Jeder Sektor hat dann eben seine Schlüssel, das sind immer genau 2. Den kann man dann Rechte zuordnen, die sie eben in diesen Sektoren haben.
Diese rechte Zuordnung und eben auch die Schlüssel selber werden im letzten Block eines Sektors gespeichert. Das ist der Sektor Trailer, nennt man das. Also so ein konfigurativer Sektor, da kann man jetzt nicht Nutzdaten ablegen. Und eben diese Unique ID, die ist sogar tatsächlich gleich Teil des allerersten Blocks, den wir dann dort haben. Und auch eben wichtig für die Unique ID ist zu wissen, die ist read-only, also die kann man nicht einfach verändern auf einer normalen Karte. Ja, genau, also mit dem Beispiel vielleicht ein bisschen einfacher. Da kann man auch mal so ein bisschen sehen, manche Leute erwarten dann, also ich habe immer wieder mit Leuten dann Gespräche gehabt, die dann sagen, jetzt habe ich die Karte gelesen und jetzt, warum sehe ich nicht, was da direkt drauf ist? Also man sieht schon, was drauf ist, aber da sind halt Daten drauf. Die Interpretation ist dann natürlich eine Frage, ja, das weiß ich dann auch nicht, wenn ich eine völlig fremde Karte einlese, wenn es nicht irgendwie sofort lesbar ist. Also man sieht es jetzt vielleicht hier im untersten Block, der hier noch drauf ist auf dem Screenshot, nebendran ist so eine ASCII-Ansicht, wo einfach nur diese Daten einfach als ASCIIs interpretiert sind. Da kann man lesen, dass es tatsächlich einfach darstellbare Zahlen sind. Das scheint sowas wie vielleicht eine Mitarbeiternummer oder Matrikelnummer oder irgendwie sowas zu sein. Hier an der Seite sieht man tatsächlich auch nochmal Informationen. Ich weiß nicht, sieht man meine Maus? So ein bisschen vielleicht. An der Seite steht die Unique ID. Auch das sehen wir hier gerade, der erste Block, der nochmal anders eingefärbt ist. Da sehen wir, die ersten 4 Bytes sind genau diese Unique ID. Also steht dort wirklich am Anfang drin. Und eben auch der letzte Block eines jeden Sektors, der eben so anders eingefärbt ist. Das ist genau das, was wir vorhin gehört haben, der Sektor Trailer, wo ich dann eben sehen kann, Schlüssel A, das ist der vorne, Schlüssel B ist der hinten. Und in der Mitte, das ist eine kodierte Form der Zugriffsberechtigung. Da könnte sowas drinstehen wie, den zweiten Block dieses Sektors darf man mit Schlüssel A lesen und mit Schlüssel B schreiben, aber nicht umgekehrt oder sowas. Ja, da gibt es dann verschiedene Rechte, kann man sich auch schöner darstellen lassen, wie eben diese Bits und Bytes da. Genau, so viel zur Übersicht, was man dort kriegt, wenn man so eine Karte liest. Jetzt tatsächlich so ein paar Worte zur Sicherheit dieser Karte. Das Ganze ist proprietär, also wir haben gesehen, da gab es viele ISO-Standards, wir haben auch vorhin gesehen, da gab es auch schon einzelne Verschlüsselungen, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gelesen hat, da standen dann Dinge wie AES oder sowas drin. Das hat diese Karte noch nicht verwendet, die hat ihren eigenen Verschlüsselungsalgorithmus gemacht und der ist nicht besonders gut und dann war auch noch der Zufall nicht besonders gut. Und da gab es ein paar sehr findige Leute, die dann das Ganze reverse-engineert haben. Also reverse-engineered hieß damals wirklich, sie haben den Chip Ebene für Ebene abgeschliffen, haben unter Mikroskop Bilder dann gemacht und diesen Algorithmus daraus wieder aus diesen einzelnen Gattern rekonstruiert und danach dann die Schwachstellen da drin auch gefunden. Eine schöne Arbeit, denn jetzt ist es relativ einfach geworden, weil eben das wurde dann immer weiter ein bisschen verbessert, kann man das relativ einfach verwenden. Also wenn ich jetzt hier gerade mal so ein bisschen abstrakt davon rede, also gerade für diese Karte, es geht, also keiner muss heutzutage noch wissen wirklich, wie dieser Algorithmus funktioniert, Zufallszahlengenerator, also keiner ist ein bisschen falsch gesagt, aber wenn ihr jetzt eine solche Karte knacken wollt, das klingt jetzt eben vielleicht, oh ja, da muss man dies und das jenes machen, um irgendwie an die Schlüssel zu kommen, denn, ich gehe nochmal zurück, also wenn ihr die Schlüssel nicht kappt, dann könnt ihr die Karte möglicherweise nicht lesen. Es gibt 3 Schlüssel, die sind im Standard spezifiziert. Kann sein, dass es die Schlüssel genommen hat, ja, die kennt man halt. Aber wenn es irgendwas anderes ist, könnt ihr sie halt nicht lesen. Also es ist irgendwie interessant, an die Schlüssel zu kommen. Und genau das kann man mit diesen Angriffen und das ist eben richtig trivial geworden. Also man legt wirklich nur noch die Karte aufs Lesegerät, startet sein Programm unter Linux und dann putzeln dort die Schlüssel raus. Muss man sich um nichts kümmern. Sehr angenehm. Es gibt eine Variante inzwischen mit verbessertem Zufallszahlengenerator, weil der so schwierig war, aber auch da hat sich dann wieder Leute, die sich auch damals schon damit beschäftigt hatten und dann ganz gute Insights haben, haben sich wieder dran gesetzt, haben ein mathematisches Paper veröffentlicht, wie auch dieser neue Zufallszahlengenerator immer noch so ja, einen Algorithmus nutzen kann, um da immer noch was zu knacken. Die haben sich damals von distanziert und gesagt, wir machen keine Implementierung davon oder wir geben die Implementierung nicht raus, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das hat ein paar andere Leute natürlich nicht gehindert, die haben das halt dann einfach mit Hilfe des Papers nachprogrammiert, sprich die neuen kann man jetzt auch wieder knacken. Ist nicht ganz so komfortabel, aber gibt es einfach alles. Die typischen Werkzeuge, ich komme später auch nochmal allgemein auf die Werkzeuge, die man dort so in dem Umfeld verwendet, aber hier, um sowas zu knacken, eben so ein Proxmark 3, habe ich hier mitgebracht, kann ich gerade auch mal hochhalten. Das ist so das Schweizer Taschenmesser, zeige ich später auch gerne nochmal oder so. Das ist einfach so ein Einplatinencomputer, der einfach ja, frei programmierbar ist, Open Hardware, Open Software. Sprich, dem kann man so ziemlich alles beibringen, wie man ihn irgendwie
ja, wie man da Karten auslesen möchte, unterstützt dann eben recht viel, zumindest so viel, wie eben gerade programmiert ist dafür. Genau, und unten noch ein ganz wichtiger Punkt, die Anfertigung von Clones ist möglich. Das ist so ein bisschen ja, ein Problem, was RFID immer hat, dass man das natürlich ganz gerne verhindern möchte, weil Duplizieren einfach im Allgemeinen was Schlechtes ist. Das ist wie ja, eben Schlüsselkartennehmer. Wenn ich jetzt natürlich die Schlüsselkarte von jemandem kopieren kann, dann kann ich natürlich auch ins Gebäude rein. Also sprich ist das Anfertigen von Clones immer etwas, was man eher nicht möchte. Jetzt kann man dort so ein bisschen unterscheiden zwischen Clones und Perfect Clones, wird zumindest ganz gerne unterschieden, denn wir haben eigentlich vorhin gelernt, die eindeutige Seriennummer kann man nicht verändern. Diese Unique ID, die oben drin steht im ersten Block. Die haben dann den schönen Namen Magic Chinese Card. Ein paar Chinesen haben halt auch einfach diese Karten nachgebaut und haben halt gesagt, ja, aber wäre halt vielleicht doch praktisch, wenn man diese Seriennummer ändern kann. Der Anwendungszweck ist mir auch nicht ganz klar, außer fürs Hacken. Die meisten schreiben noch dazu, man soll es damit nicht tun, aber es tun natürlich alle. Also genau dafür hat da einen ganz großen Markt. Also die kann man inzwischen einfach überall bestellen. Sprich, man kann inzwischen einfach Perfect Clones erstellen. Die sind nicht mehr unterscheidbar für den Leser, wenn er die Karte normal liest. Und dementsprechend, wenn ich erstmal die Schlüssel habe, eine Karte ausgelesen habe, kann ich damit eine Kopie erzeugen. Genau, erste Empfehlung, ziemlich einfach, so eine Technik nicht verwenden. Also die ist wirklich an allen Stellen so kaputt, das lässt sich so einfach nicht mehr retten. Also wenn das jetzt irgendwie an der Uni verwendet wird, auf der Arbeit irgendwie noch verwendet wird als Zutrittskarten. Meine Empfehlung wäre da, möglichst bald von wegzukommen. Dieses Problem ist so groß und bekannt, dass tatsächlich sogar NXP, denen gehört die Marke MyFair, die machen das, auch dafür sogar ein extra Produkt entwickelt hat. MyFair Plus ist einfach ein Produkt, das nichts anderes dafür da ist, um eine MyFair Classic-Umgebung zu migrieren auf eine mehr sichere Umgebung, eine MyFair Plus-Umgebung. Die kann dann sogar eben, ich sag mal, die halten sich dann an zumindest gängigere Standards. Das ist immer noch ein bisschen proprietärer, aber zum Beispiel die Verschlüsselung, die sie dort machen, ist dann einfach AES oder eben da ist dann die Fehlerquote vielleicht ein bisschen geringer. Ansonsten Empfehlung, wie man vielleicht so ja, Workarounds bauen kann, wäre natürlich, einmal sollte jede Karte ihr eigenes Schlüsselset haben. Das, was typischerweise der Fall ist, als man noch davon ausging, dass die Schlüssel eben nicht geknackt worden, hat sich keiner groß gekümmert. Das heißt, das Schlüsselmanagement ist relativ schwer zu machen, sprich, alle Leute an derselben Uni haben halt tatsächlich dieselbe Schlüssel. Sprich, wenn ich meine Karte, die Schlüssel geknackt habe, kann ich halt im Vorbeigehen wirklich die der anderen lesen, weil ich weiß halt die Schlüssel seiner Karte. Das Knacken an sich, ja, geht auch nur 1-2 Minuten, aber das würde nicht im Vorbeigehen dann so einfach gehen. Von dem her, wenn jede Karte seinen eigenen Schlüssel hat, ist natürlich ein bisschen besser. Ist natürlich schwieriger zu unterscheiden. Gibt viele Hersteller, die dann die Seriennummer nehmen, um mit einem Algorithmus daraus dann wieder die Schlüssel abzuleiten für die einzelnen Karten. Genau, noch eine Empfehlung wäre, das habe ich tatsächlich noch nirgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Leser inzwischen können, die könnten einfach nach diesen ja, Magic Chinese Cards prüfen. Also wenn jetzt einer sich so einen Klon gebaut hat, diese Karten unterstützen Befehl, den die offiziellen Karten eigentlich nicht unterstützen. Sprich, wenn man den einfach mal anfragt und schaut, ob das funktioniert oder eben einfach den Befehl hinschickt zum Ändern einer Seriennummer. Wenn sie halt die Seriennummer ändert, dann war das wohl halt doch nicht so eine Karte wie gedacht. Dann könnte man ihn nicht reinlassen, wäre vielleicht möglich. Ansonsten natürlich klar, die Daten, man kann auch einfach sagen, die Karte ist halt transparent, die Schlüssel sind mir egal, ich tue alles auf Applikationsebene verschlüsseln, die Daten selber signieren, sprich alles, was ich dort lesen kann, ist halt immer noch verschlüsselt und der Leser tut dann auf oberer Ebene, auf Applikationsebene dann tatsächlich seine Daten entschlüsseln. Als unterer Punkt, einfach auch nur, weil das in der Praxis mir häufig begegnet, ist niemals nur die Unique ID als Identifizierungsmerkmal nehmen. Das ist so trivial, aber leider wahrscheinlich, weil es so trivial ist, wird es auch immer wieder gerne gemacht. Also früher sowieso, weil man es, ich weiß nicht, vielleicht nicht besser wusste. Aber häufig ist so, dass diese Seriennummer, also die kann jeder lesen, da ist auch nichts verschlüsselt, da braucht man auch keinen Schlüssel für. Die ist kein Geheimnis einfach in diesem Sinne. Und viele Zugangssysteme nutzen nur die als Identifizierungsmerkmal. Sprich, wenn ich an irgendjemand vorbeigehe, dann lese ich halt diese 4 Byte aus, halte sie vor das Lesegerät und dann lässt es mich rein. Also das ist tatsächlich keine Sicherheit, so sollte man es nicht machen. Passiert aber bis heute immer wieder noch ganz viel und eben auch Karten, die ich jetzt hier nicht mit dabei hatte. Ich hatte vorhin mal gemeint, im amerikanischen Markt sind dann diese HID-Prox-Karten recht vertreten. Die machen das auch nur, die können gar nichts anderes. Das sind nicht mal Memory-Karten, sondern alles, was ihr dort in der Hand habt, ist eine Seriennummer. Und eben jeder hat halt seine eigene Seriennummer und der Leser weiß halt, der mit der Seriennummer X darf in den Raum rein, der mit der Seriennummer Y darf es nicht. Aber eben jeder kann die lesen, kein Geheimnis.
von dem her nicht wahnsinnig gut, um Zugangskontrolle zu machen. Genau, dann möchte ich einfach die nächste Technik vorstellen. Auch wieder tatsächlich von XP, auch wieder aus der MyFair-Familie, eben auch dort wichtig zu unterscheiden. Ich kenne auch viele Leute, die eben sagen, sie haben eine MyFair-Karte, dann weiß man immer noch nicht genau, was sie haben, denn es gibt sehr viele verschiedene MyFair-Karten. Gerade MyFair Classic, das ist jetzt MyFair Deathfire EV1. Einfach auch vor allen Dingen dabei, weil ich die sehr häufig sehe. Das ist so, ich würde sagen, das ist so die neue Karte, die man, also alle Leute, die MyFair Classic verwendet haben und jetzt es irgendwie sicherer machen wollen, habe ich tatsächlich meistens nicht mit MyFair Plus gesehen, sondern die haben meistens gleich komplett umgerüstet auf MyFair Deathfire EV1. Also ich kenne das auch tatsächlich an der Uni, wo ich war, da waren MyFair Classic Karten, die habe ich damals noch knacken können und jetzt haben die Unis ausgetauscht und es sind halt Deathfire Karten geworden. Die haben allgemein schon mal eine größere Seriennummer, auch die ist wieder kein Geheimnis, kann dort jeder lesen. Die gibt es auch wieder in verschiedenen Speicherkartengrößen. Funktionieren vom Speicher ja ganz, ganz anders. Wie wir gerade so mit Sektoren und Blöcken gesehen haben, ist dort vollkommen anders gemacht. Das sind mehr ja, Apps und Files. Also man kann sagen, ich möchte mit dem Teil reden oder ich möchte nach dieser Datei suchen, diese lesen und da können dann natürlich eben beliebige Daten drinstehen. Und eben diese verschiedenen Apps oder eben Dateien haben, dann kann man da auch wieder mit verschiedenen Schlüsseln managen, Rechte vergeben, ähnliches. Also hat schon ein deutlich komplexeres System dahinter. Teile davon sind auch noch ISO-Norm kompatibel. Über die Norm sprechen wir tatsächlich, glaube ich, nachher nochmal am besten. Da habe ich eh nochmal ein paar Karten, weil es gibt ein paar Karten, die sowieso direkt auf die setzen. Also damit kann man noch deutlich mehr machen. Die ist praktisch eine abgespeckte Variante davon. Einfach eine Karte, die praktisch nur mit diesen Apps und eben diesen Dateien ihre Rechte managt, die ISO-Norm würde noch mehr zulassen. Genau, so viel zu dem Aufbau. Habe ich keinen Screenshot, also ist, man sagt halt wirklich, lese Datei so und so und dann kriegt man halt die Daten der Datei zurück. Und wenn das natürlich lesbares ASCII ist, dann ist das schön, dann kann man das lesen. Wenn es jetzt natürlich irgendwelche Binärformate sind, die man meistens nutzt, um Platz zu speichern, dann müsste man es auch wieder interpretieren. Genau, wird ganz gerne heute verwendet. Ganz einfach, weil sie bis jetzt sicher gilt. Also ich habe noch nichts anderes gehört. Würde mich darüber freuen, wenn da dann irgendjemand mal was gemacht hat. Ist sicherlich sehr spannend. Es gibt inzwischen auch schon Nachfolger auf dem Markt. Die EV2, die noch besser sein soll, kann halt noch mehr, noch sicherer. Es gibt auch noch eine alte Variante von der Deathfire-Karte. Die wurde sogar tatsächlich geknackt. Glaube ich, gibt es auch einen Vortrag auf, so einen Kongressvortrag auf mediaccc.de. Tatsächlich über einen Side-Channel-Angriff an der Stelle, also das ist jetzt nicht das, was man im Vorbeigehen schnell nachmachen kann. Rein theoretisch muss man natürlich dann trotzdem die alte Variante als unsicher bezeichnen, aber die habe ich tatsächlich auch in der Praxis wenig gesehen, also sehr untypisch. Und eben der Aufbau für den Side-Channel-Angriff ist eben nicht so das, was man schnell nebenher macht, weil das dann irgendwie so eben sehr viele Samples sind, die man unter Laborbedingungen sammeln muss, damit das wirklich gut funktioniert. Genau, auch ein interessantes Feature, was es in der Karte gibt, das kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr euch schon mal mit den Karten in eurem Geldbeutel ein bisschen auseinandergesetzt habt. Man kann optional eine zufällige UID wählen, und zwar der neue Personalausweis, den wahrscheinlich inzwischen die meisten haben. Ich weiß nicht, ob es den alten noch irgendwie gibt. Der macht das zum Beispiel auch ganz einfach aus einem Grund, der sehr naheliegend ist. Wie gesagt, die UID ist kein Geheimnis, die kann jeder lesen. Die wird rein standardtechnisch schon am Anfang genutzt, um überhaupt die Karte auszuwählen. Wenn ihr zwei Karten ins Lesefeld haltet, dann wird die praktisch in der Anti-Collision-Phase benutzt, um zu sagen, ich möchte genau diese Karte wählen. Also die kann auch kein Geheimnis sein, weil man braucht einfach eine eindeutige Nummer, damit man eben solche Kollisionen vermeiden kann. Zufällig eben ein ganz interessantes Feature, und zwar wegen Privacy. Also wenn jeder seinen Ausweis mit sich rumträgt, kann ich natürlich sehr einfach auf einmal, man stellt sich so ein großes Einkaufsgebäude, Einkaufszentrum vor, wenn ich da jetzt natürlich am Eingang den verschiedenen Shops irgendwie große Laser hinstelle, die versuchen zumindest aus möglichst größerer Entfernung das zu lesen, dann könnte ich natürlich damit die Leute tracken. Deswegen zufällige Seriennummer, die ändern sich bei jedem Leseversuch. Reicht natürlich trotzdem, um in der Kollisionsphase dann eine der Karte auszuwählen. Also gute Idee. Auch die Kryptographie haben sie nachgebessert, da haben sie auch auf Standards gesetzt inzwischen. Also eben DES oder eben, daher auch der Name, oder eben auch AES können die. Sie können sehr viel bessere Authentifizierung auch
unter anderem die Authentifizierung, die in den Standard spezifiziert ist, auch da eben nochmal ein ganzes Stückchen nachgebessert. Deswegen gehe ich auch gleich zur nächsten Technik, weil wahnsinnig viel empfehlen kann ich derzeit nicht, weil die Karte einfach noch nach meinem Wissensstand zumindest derzeit solide ist. Also gut, wenn man die verwendet. Da kann man derzeit auf jeden Fall nicht so viel, also konfigurativ kann man immer was falsch machen, man kann schlechte Schlüssel oder sowas verwenden, aber das sind dann wieder Einzelfallfragen. Genau. Von dem her gleich weiter zur nächsten Technik, Legic Prime. Das ist jetzt wirklich sehr europäisch in dem meisten Fall, ganz einfach, weil es ein Schweizer Unternehmen ist, das ist noch nicht so groß global überall vertreten, zumindest aber hier in Europa sieht man es sehr, sehr häufig. Auch da wieder wichtig unterscheiden, welches Legic ist es, denn es gibt Legic Prime und es gibt Legic Advanced, also eben Prime ist das, was kaputt ist, auch schon wieder älter ist. Das ist auch wieder sehr proprietär, das Ganze gestaltet, also allein die Funkschicht ist noch das Kompatible, der Rest haben sie komplett auf ihre eigene Art und Weise nachgebaut, ist dann in Sektoren organisiert, also Segmente nennen dies. Und ein interessantes Merkmal ist, dass das Marketing damals oder die Idee dahinter, das ein bisschen anders, ja, die Konfiguration ein bisschen anders zu gestalten. Also sehr viel wird hier auf physikalischen Besitz gesetzt. Also wenn man dann ein Lesegerät irgendwie konfigurieren will oder bestimmte Karten zulassen will, dann tut man das praktisch mit so einem Master-Token. Das Token ist an sich eine Karte, die man dann vor das Lesegerät hält. Also eine ganz spannende Idee. Aber in Bezug auf Sicherheit tatsächlich sehr unsicher. Ganz einfach, und das ist eigentlich, fand ich eine sehr, sehr schöne Feststellung, auch das wieder einfach auf Media.ccc nachschauen. Gibt es auch einen Vortrag dazu. Haben das auch einmal ein paar Leute genau unter die Lupe genommen und dabei dann irgendwann mal festgestellt bei den ganzen Proprietären. Also sie haben gesucht, die Verschlüsselung zu finden, was wird da gemacht, warum kann man die Daten nicht sinnvoll lesen. Bis sie dann nach immer mehr und mehr suchen irgendwann halt gemerkt haben, es gibt keine, also da gibt es keine Verschlüsselung oder sonstiges. Alles, was die gemacht haben, ist eben Obscurity, sprich sie haben einfach alles nur ja, versteckt, zerwürfelt, irgendwie so gemacht, dass man es nicht lesen kann, eigene Befehle definiert, um das Ganze einfach möglichst komplex zu machen, wirken zu lassen oder weiß nicht, ob es für sie besonders nötig war. Auf jeden Fall gibt es einfach keine Sicherheitsmechanismen an dieser Stelle. Also die sind einfach nur implementiert im eigenen Protokoll. Und wenn man sich an das nicht hält, dann funktioniert es einfach. Also ein Beispiel ist eben der Proxmark, wie das Schweizer Taschenmesser, das Werkzeug, was ich gerade vorhin hatte, das kann die einfach komplett lesen. Da gibt es auch keine Schlüssel zu knacken, sondern das kann man halt einfach, wenn man weiß, dass man sie einfach lesen kann. Wenn man jetzt die Karte von Firma A vor den Leser der Firma B hält, dann sagt ihr natürlich, geht nicht, wird nicht richtig gelesen. Aber tatsächlich die Tatsache ist einfach nur, der Leser weigert sich. Also da steht halt drin, da ist irgendein Bit gesetzt im Sinne von, diese Karte gehört nicht zu dieser Firma. Und dann sagt der Leser, okay, die gehört nicht zu mir, dann lasse ich es halt. Aber wenn ich sage, ist mir doch egal, was da drin steht, ich mag es einfach lesen, dann geht das halt einfach bestens. Dann ist das Ganze auch noch immer so ein bisschen, man sieht es hier im vierten Punkt, ein bisschen abstrahiert, also die Daten lassen sich nicht schön lesen, weil die Daten dann nochmal alle geXORt sind mit der Prüfsumme für die UID, aber eben alles nur abstrahiert, aber eben nicht wirkliche Security gemacht. Von dem her, wir können die Karten lesen, wir können sie kopieren, klar, kann man auf eine leere Karte einfach drauf machen. Häufig ist das gar nicht so einfach, weil die einige Hersteller kennen das Problem natürlich und haben dann angefangen, gewisse Merkmale mit einzubeziehen in die Daten. Also ich habe mehrere Karten schon gesehen von größeren Herstellern, die dann eine Prüfsumme am Ende ihrer Daten haben. Und wenn die Prüfsumme halt nicht stimmt, dann ist die Karte halt auch ungültig. Das heißt, sie haben ihre eigene Signatur sozusagen darüber gebaut. Da ist jetzt die Frage eben, kennt man das Signaturverfahren? Und bei einigen Herstellern ist es auch relativ klar. Da weiß man dann, dass sie die UID und nochmal irgendwie drei andere Merkmale der Karte nehmen, das Ganze nochmal irgendwie vor XORen und das ist dann über die Nutzdaten mit drüber und dann kommt am Schluss diese Prüfsumme raus. Also auch dort kann man sie häufig kopieren, aber es ist halt nicht ganz so einfach. Emulieren ist derzeit, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, eine ganz faule Variante, bei der ich mir nicht irgendwie Karten oder sowas bestellen muss, ist natürlich einfach, es wäre schön, wenn ich ein Gerät habe, was einfach so tut, als wäre es eine Karte und zwar irgendwie beliebig ist. Auch da wieder der Proxmark, der kann das prinzipiell, wie gesagt, den können wir per Programmieren alles beibringen, was wir wollen. Aber die Frage ist halt, macht es jemand und das ist nicht immer alles ganz einfach, das genau hinzukriegen.
Und genau da liegt gerade das Problem. Für andere Techniken haben sich da Leute schon viel Zeit und Mühe investiert. Zum Beispiel eine MyFair Classic-Karte kann man damit einfach simulieren, also emulieren. Für Logic Prime funktioniert das derzeit nicht. Also der Befehl ist irgendwie vorhanden dafür, aber er funktioniert halt einfach de facto gerade nicht. Und eben auch schade, also für mich als Angreifer schade ist, für Logic Prime gibt es auch keine Magic Chinese Cards, also keine, wo ich diese Seriennummer eben beliebig ändern kann. Sprich von dem her, da habe ich es dann so ein bisschen schwieriger, wie ich damit ja, umgehen möchte. Also gerade Thema Perfect Clones, wo wir es vorhin von haben, ja, derzeit schwierig. Aber das hat eben nichts mit eigentlicher Sicherheit, sondern da muss man halt auch sich mal hinsetzen, das bauen und dann müsste das funktionieren. Hier ist auch relativ einfach, Technik einfach nicht verwenden, das ist das Richtige. Auf Logic Advanced zum Beispiel wechseln, da gibt es keine richtige, also ich weiß nicht, ob es eine perfekte Migrationsstrategie gibt, aber eben es gibt ein Nachfolgeprodukt, was man kaufen kann, dann soll die Welt besser aussehen. Genau, oder eben das, was wir vorhin auch schon angesprochen hat, man kümmert sich halt selber um die Sicherheit, indem man die Daten halt auf der Karte passend verschlüsselt und signiert. Wie immer gilt bei den Themen, vor allen Dingen Perfect Clones, dagegen hilft das natürlich nicht wirklich. Jetzt noch zur letzten Technik, die ich eigentlich kurz vorstellen möchte. Mal kurz als Bild angefangen, da kann man das ganz schön sehen. Mir geht es um diese ISO 7816 kompatiblen Karten, im Besonderen 4. 4 ist dieser Applikationslayer, den man hier ganz oben sieht. Und auf der einen Seite sieht man auch ganz schön, da ist der eigentliche Standard, in Klammern eben, das ist der, der eigentlich mit Kontakt basiert, und der andere ist der Contactless-Standard, auf den auch eben viele setzen. Das Schöne ist, diese Technik, also dieser Standard ist schon sehr viel älter oder auch eben, was heißt älter, er ist auf jeden Fall mal recht viel benutzt und umgesetzt, bietet sehr viel. Kennt man lange ganz einfach aus Smart Cards. Also das ist das ganz Typische, was eure SIM-Karte macht, was die Kreditkarte, na, die Kreditkarte hat meistens nicht diesen Chip drauf, aber die EC-Karte zum Beispiel, sprich dieses ja, ganz normale Smart Card Standard. Und eben da haben dann halt Leute angefangen, halt mal Karten zu bauen, die praktisch nur noch den obersten Application Layer davon nutzen, sprich, dass sie mit dem Standard kompatibel sind, aber den Rest dann per Funk machen. Gibt sogar als Hybride, also es gibt Karten, die haben diesen Chip, kann ich dann in meinen Rechner reinschieben, in so einen Chip-Laser, dann steht da genau dasselbe drauf, wie wenn ich sie mit RFID in die Nähe halte und dann denselben Chip ansprechen kann. Zu dem Standard einfach nur ganz kurz, ja, also das ist tatsächlich was sehr viel Größeres, weil der einfach, ich sag mal, abstrahiert ist, weiß nicht, vielleicht irgendwie vergleichbar mit so, ja, sowas wie Ethernet oder IP. Also der Standard sagt praktisch, wie man kommunizieren soll, der Rest ist einem selber überlassen. Also der definiert so ein Kommunikationsprotokoll wie APDUs, noch ein paar mehr Feinheiten, aber eben das ist das Interessante, also man kann halt praktisch seine eigene App und man programmiert dann wirklich Apps für die Karte, also auf diesen Karten, da ist ein ganzes Betriebssystem drauf, mehr oder weniger standardisiert, da kann man wirklich Java interessanterweise Apps für schreiben. Die kommen dann auf die Karte drauf, kann man da drauf programmieren und dann kann man halt wirklich sagen als Leser, ich möchte App mit der Nummer so und so in den Vordergrund rufen und möchte dann eben mit dieser kommunizieren und dann kann ich mit ihr reden, was ich will. Klar, es gibt standardisierte Sachen, man kann Authentifizierung und sowas alles noch machen, aber eben es gibt dann ganz einfache Dinge wie die PIN-Abfrage zum Beispiel bei einer SIM-Karte, das sind einfach ein Befehlssatz, da sagt man, ich möchte diese PIN-Abfrage-App haben, dann geht die in den Vordergrund, dann sagt man, ist der PIN 1234 der korrekte, und dann sagt die Karte ja oder nein. Also so kann man das tatsächlich einfach machen. Die Sicherheit davon ist auch noch ganz interessant, ist optional, also sprich, kann man alles richtig machen, wäre auch ein bisschen blöd so, sprich, die EC-Karten und so, passt schon soweit, wenn man es gut macht oder auch ich glaube tatsächlich, das ähnliche Chip, zumindest ähnlich kompatibel ist dann auch im Personalausweis. Also die können wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr frei definieren. Die können mit Zertifikaten umgehen. Diese Chips da drin sind so schlau, die können ganze Berechnungen durchführen. Den kann man Aufgaben geben. Da ist wirklich ein vollwertiger Prozessor drin, der Aufgaben erfüllen kann. Also da steht einem sehr, sehr vieles offen. Dementsprechend komplex ist das Ganze und dementsprechend schwer vergleichbar ist das Ganze. Also eben diese Karten habe ich auch schon gesehen in Mensen oder eben als Zugangskarten. Aber eben, das sind auch tatsächlich dieselben Karten, wie wenn ihr eure NFC-Kreditkarte jetzt vor das Handy haltet, um sie zu lesen. Das sind tatsächlich dann solche Karten mit diesem Standard. Gut, so viel zu den Karten, die ich vorstellen wollte. Jetzt wollte ich zum Schluss noch irgendwie zwei einfach Punkte, die mir persönlich so ein bisschen wichtig sind, weil sie irgendwie ganz interessant sind, wenn man um Punkte Sicherheit und NFC nochmal so ein bisschen über den Tellerrand schaut.
Das eine ist dieses Format, das NDEF-Format. Ich weiß nicht, wer hat davon vielleicht schon was gehört? Wenige. Vielleicht kennen es die anderen ganz einfach von der Benutzung her. Android-Smartphones, ich hoffe, das ist den meisten bewusst, die können NFC-Karten lesen. Also, und auch schreiben eben, die erfüllen den NFC-Standard in den meisten Fällen. Dementsprechend gibt es da, weil die Karten, das haben wir ja gerade gelernt, so extrem unterschiedlich sind, manche in Sektoren, Blöcken, andere mit Security, andere wieder ohne, kam dieses NFC-Forum auf die Idee, wäre ja schön, wenn man ein einheitliches Format definiert, was einfach egal der Speicherbasis, unabhängig der Speicherbasis, zum selben Ergebnis führt, wo alle mit klarkommen. Und tatsächlich gibt es dieses Format. Dieses Format kennt man dann zum Beispiel von, ich kann da meine Visitenkarte einfach auf so eine RFID-Karte speichern. Ich kann da meine WLAN-Zugangsdaten einfach drauf speichern. Wenn ich dann ein Android-Handy nehme, das einfach in die Nähe dieses Chips halte, dann verbindet sich das mit dem WLAN. Zum Beispiel, ich kann eine Webseite drauf speichern. Wenn ich dann das an Android-Handy hat, öffnet sich der Browser mit der Webseite drin. Und eben, da gibt es eben in diesem Format sehr viel Verschiedenes spezifiziert, eben verschiedene Medientypen, was man so speichern kann. Und dann funktioniert das relativ unabhängig voneinander. Genau. Einfach nur interessant. Soweit hat das noch nichts Problematiken mit Security zu tun. Ich finde es ganz interessant, so ist es mir im Security-Bereich dann begegnet, dass das Android, das jetzt eben, wie gesagt, geht so ein bisschen über den Tellerrand, aber Android tut das automatisiert, das kennt dieses Format einfach. Sprich, ihr habt ein Android, was NFC lesen kann, ihr habt keine einzige NFC-App installiert oder sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt auf einer Karte eine URL drauf habe und ihr geht da dran mit eurem Handy, öffnet sich einfach sofort der Browser ohne Abfrage, ohne nichts und geht auf diese Webseite. Kann man natürlich jetzt vielleicht nutzen als Virenschleuder oder sowas, aber es hat auch ein paar andere Sachen. Also man kann einfach sehr viel da drauf speichern, das ist interessant. Also in einem konkreten Fall hatten wir zum Beispiel mal das waren Displays, um Konferenzräume zu verwalten. Also da steht dann dran, Raum gebucht, wie lang, Kalender und ähnliches. Und diese Displays haben auf Android-Basis funktioniert. Und damit man diesen Raum einfach buchen kann, kann der Mitarbeiter auch seine Karte einfach dran halten, aber man kann eigentlich aus dem Android halt nicht ausbrechen. Was man aber halt auch machen kann mit diesem Datenformat, ist hinterlegen, welche App geöffnet werden soll. Unter Android sind zum Beispiel die Settings, die globalen Android-Einstellungen, mit denen man natürlich alles verpfuschen kann, die sind einfach eine App. Sprich, man speichert auf eine leere Karte drauf, sagt, öffne mir bitte die App, hält die statt der Mitarbeiterkarte vor dieses Display in der Raumverwaltung und es öffnen sich die Android-Settings und dann kann ich natürlich schön ausbrechen und Dinge tun. Also da muss man dann einfach ein bisschen vorsichtig sein. Genau, so noch als letzten Punkt. Was nehmen wir denn alles so mit, wenn wir den Werkzeugkoffer packen fürs RFID-Hacking? Prinzipiell immer den Proxmark 3. Ich glaube, das Original kostet so immer noch um die knappe 300 Euro. Das ist schon ein bisschen teurer. Es gibt inzwischen ganz, ganz viele Nachbauten, chinesische Nachbauten, die deutlich günstiger werden. 200 Euro, die immer noch sehr gut funktionieren. Es gibt inzwischen sogar noch abgespecktere Varianten, sehr klein, sogar mit einem mehr oder weniger Gehäuse gleich dabei. Die gibt es dann sogar schon, ich glaube, für 80 Dollar oder so, mit einem gewissen Risiko. Die, glaube ich, gibt es dann halt echt nur bei AliExpress oder so zu bestellen. Ich weiß nicht, ob es die schon auf Amazon gibt. Ich habe mal eins bestellt, funktioniert hervorragend, aber es gibt Leute, die sagen, sie haben halt Probleme mit dem einen oder anderen. Da gibt es dann verschiedene Hersteller, die bauen. Wie gesagt, das Open Hardware kann halt jeder bauen. Ansonsten würde ich noch empfehlen, habe ich auch noch mitgebracht, das ist jetzt auch nur einfach ein USB-Laser, der ist recht beliebt, das ist der ACR122U, ganz einfach, weil er sehr gut unterstützt wird, gerade unter Linux. Da gibt es dann zum Beispiel halt eben Software dafür, wie dieses LibNFC-Framework, wo es dann eben weitere Tools für gibt, die dann zum Beispiel die MyFair Classic-Karten zum Beispiel knacken können. Das könnt ihr mit einem 25 Euro, keine Ahnung, ich glaube, gibt es sogar noch billiger Laser, kann man sich einfach auf Amazon klicken. Kali Linux durchstarten und kann halt einfach seinen MyFair Classic Studentenausweis damit knacken. Das funktioniert. Ansonsten ist tatsächlich ein Android-Smartphone noch sehr angenehm im Werkzeugkoffer dabei zu haben. Ganz einfach, weil das viel vom, ich sag mal, von der Discovery abnimmt. Ich finde es sehr angenehm, wenn ich so eine Karte habe. Wir haben vorhin gesehen, es gibt unendlich viele Techniken. Ich weiß nicht, was drin ist. Diese Werkzeuge sind mehr oder weniger gut, was das Detektieren angeht, werden auch besser. Ein Android macht das, ich sag mal, da gibt es so Apps wie NFC Tag Info. Startet man einfach, hält den Tag drunter und dann sagt es einem, das ist eine MyFair Deathfire, die UID ist so und so, Standardschlüssel wird sogar noch verwendet. Also ein paar Dinge machen die. Die tun halt nie, also in den meisten Fällen nicht die kompletten Daten lesen, die tun in den meisten Fällen auch nicht Schlüssel oder irgendwie sowas knacken. Das geht unter Android tatsächlich leider sowieso nicht, zumindest für MyFair Classic nicht. Zumindest nicht ohne Custom-ROM und speziellen Treibern, die man dafür noch schreiben müsste. Aber eben
man kann immerhin schon recht viel Überblick kriegen an sehr, sehr vielen Stellen. Von dem her empfiehlt es sich, sowas mitzunehmen mit eben den ein oder anderen Apps, die dafür eben besonders passend sein können. Und ansonsten würde ich tatsächlich eben auch noch diese Spezialkarten nicht vergessen mitzunehmen, je nachdem, was man da gerade für Aufgaben macht. Es gibt inzwischen mehrere, nicht nur für MyFair Classic, sondern auch für andere Techniken. Gibt es welche, mit denen man Dinge tun kann, die man nicht tun können soll. Also es gibt für MyFair Ultralight, das wird sehr gerne zum Beispiel auch im Nahverkehr verwendet, oder Ultralight C, da gibt es dann Counter, die kann man runterzählen, aber nie wieder hoch. Also kann man ganz einfach ein Ticket erstellen, was heißt 10 Fahrten, kann man runterzählen, aber nie wieder hoch. Und jetzt gibt es natürlich da Spezialkarten, die sagen, ja, kann man halt doch wieder hochzählen oder sowas. Also sowas ist dann halt eben auch noch ganz interessant. Ansonsten, wir haben uns jetzt sehr nah immer an NFC bewegt, einfach das ist auch das, was am meisten vorkommt. Falls es doch irgendwie mal in andere Bereiche geht, also gut, das obere Tool ist tatsächlich noch nicht mal wie diese unteren dargestellten. Das obere ist tatsächlich noch für 13,56 MHz. Das ist auch dieses typische NFC-Zeug, was wir dazu haben. Das ist einfach nur ein Tool, was dafür ausgelegt ist, zu emulieren. Also gerade wenn der Emulator unter Proxmark mal Probleme macht, damit geht das dann manchmal ein ganzes Stückchen leichter. Sehr schönes Werkzeug. Und drunter, also das erste hier, sieht man es mit der Maus, das da oben ist das, also das rote hier ist das Chameleon Mini. Das nebendran sind einfach Beispiele, die kann man auch bei AliExpress oder so bestellen. Das sind so 125 Kilohertz Tag-Lese- oder Schreibegeräte. Ganz einfach typisch, es ist übertrieben, aber in sehr vielen Fällen, zumindest gerade historisch gesehen, sind auf 125 Kilohertz sehr viele RFID-Tags unterwegs, die ziemlich dumm sind, also die man einfach lesen, kopieren oder sonstiges kann. Also habe ich an Garagentüröffnern oder so gesehen, da kann man dann, was weiß ich, dieses blaue Gerät nehmen, kann man für 20 Euro auf Amazon kaufen, hält das Original drunter, drückt Read, hält einen leeren Tag drunter, schreibt Write und danach hat man den Schlüssel kopiert. Also ganz einfach, sowas gibt es da auch, kann man auch kaufen. Genau, das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Überblick gekriegt, vor allem gerade über die verschiedenen Bereiche, dass das nicht alles dasselbe ist. Das ist nicht immer einfach zu erkennen ist, zum Beispiel wenn ihr so einen Leser habt, der halt 13,56 MHz liest und ihr legt jetzt eine Karte für 125 kHz drauf, dann wird da halt nichts passieren, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Da gibt es dann auch nicht immer perfekte Strategien. Manchmal ist es so simpel, dass man eine helle Taschenlampe nimmt, durch die Karte leuchtet. Wenn die Antenne sehr viele Wicklungen hat, dann ist es für 125 kHz. Wenn es weniger sind, dann vielleicht für 13,56. Aber eine perfekte Formel gibt es da nicht einfach immer so, da muss man ein bisschen rumspielen. Genau, ansonsten, wie es hier gerade dasteht, ich glaube, wir haben grob nicht ganz eine Viertelstunde, ob ihr sie nutzen wollt oder nicht, ist mir prinzipiell egal, ich bin auf jeden Fall noch bis Samstagabend hier, aber ansonsten freue ich mich jetzt natürlich über ein paar Fragen, wenn es noch Interesse gibt. Gut, als erstes mal einen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Danke. Ich sehe schon, dass die Leute jetzt alle bei Amazon gleich klicken und demnächst ganz viele Studierendensysteme irgendwo in Probleme rennen. Gut, wir haben Fragen. Wir haben nur ein Mikro, das heißt, ich muss rumrennen. Also gebt immer schön Handzeichen. Ich zeige dann auf euch und nick, dann könnt ihr die Hand auch runternehmen. Das heißt, ich komme jetzt zu euch. Genau. Und dann immer also schön eine Frage, kein Monolog, bitte. Sekunde. Also vorsichtig sein bei dem einen oder anderen, nur als Hinweis. Diese Leser sind häufig online und gleichen Daten ab. Also wenn ihr jetzt anfangen wollt, an der Uni mehr Geld auf die Karte zu machen, ja, das geht. Und ja, man kann sogar damit umsonst einkaufen gehen. Ich würde das nicht empfehlen. Aber man kann dabei halt auch viel falsch machen und dann erwischt werden. Von dem her vorsichtig sein, diese Systeme haben noch ein Schattenkonto im Hintergrund. Sprich, wenn auf der Karte mehr drauf ist wie auf dem Schattenkonto, wissen die, dass was nicht stimmt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber eben da am besten keinen Unfug machen. Guter Allgemein, Hinweis. Am besten immer mit Absprache, ansonsten ist das halt illegal. Guter Hinweis. Kommen wir zur ersten Frage aus dem Publikum. Kannst du zu Tools und Methoden was sagen, die Lesereichweite zu erhöhen? Stimmt, ja. Spannende Frage, haben wir noch nicht drüber geredet. Lesereichweiten. Also unendlich viel lässt sich nicht tun, rein physikalisch schon an der einen oder anderen Stelle nicht. Das wird ganz gerne mal immer übertrieben, von wegen aus 10 Meter Reichweite wird da irgendwo schnell mal eine Karte gelesen. Das passiert typischerweise nicht. Beziehungsweise typischerweise, es kommt auf die Technik mal wieder an. Aber reden wir mal von unserer Kreditkarte, die im Geldbeutel liegt, dann funktioniert das tatsächlich nicht so einfach, dass man da aus 10 Meter oder sowas liest. Das ist typischerweise im Bereich von wenigen Zentimetern. Es gibt Forscher und Experimente, das zu erhöhen, die dann eben, wenn dann die Antennen so bodenhoch werden, vielleicht eben auch so einen Meter schaffen. Das kennt man so vielleicht eben auch wieder an so Lesegeräten, wo man einfach nur durchlaufen soll am Drehkreuz.
Aber darüber hinaus wird es nicht viel höher. Ich glaube, es gibt sogar das ein oder andere Paper, es gibt so viele Experimente, so eine halbe, ja, Meisterschaft, wer es schafft, wie weit die noch halbwegs sinnvoll zu lesen. Interessant ist, man darf sich natürlich davon nicht ganz täuschen lassen, denn rein passiv kann man sehr viel mehr noch lesen. Also wenn ihr die Karte vor den Leser hält und ich mit einer richtigen Antenne und einem Software-Defined Radio oder so in der Nähe sitze, und in der Nähe, dann können es tatsächlich schon mal 10 Meter sein. Da gibt es Leute, die das geschafft haben, die lesen dann einfach mit dabei. Also das Problem ist bei den passiven Karten, ich muss sie mit Strom versorgen, das ist schwierig, aber passiv mitzulauschen, von der Kommunikation mitzukriegen, das geht deutlich weiter. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten ganz, ganz viel Antennenfrage. Also das da ist eine selber gebaute Antenne, habe ich einfach ein paar Wicklungen Kupferdraht gemacht, das reicht. Aber ich glaube weiter, wieso komme ich damit dann auch nicht, aber so viel mehr lässt sich dann nicht machen. Paar Zentimeter plus minus mal besser, aber nicht so viel dann. Bei 125 Kilohertz geht es schon deutlich besser. Damit kann man schon mehrere Meter wieder schaffen. Schnell mal. Eine Frage. Ja. Weißt du, was das A und O in Karlsruhe macht? Das letzte Mal, als ich drauf geschaut habe, eine Karte vom KIT, glaube ich zumindest eben, das war noch MyFair Classic. Das war jetzt allerdings auch schon wieder 3-4 Jahre her. Kann ja mal vorbeikommen. Genau, können wir gerne anschauen. Ich weiß, dass sie es anders gemacht haben. Die meisten Unis haben beim selben Hersteller eingekauft. Deswegen an ganz, ganz vielen Unis hat das genau gleich funktioniert. Also ich habe mir den Studentenausweis mal genauer angeschaut. Gibt es auch einen Vortrag drüber, den ich auf einer GPN vor einer längeren Zeit mal gehalten habe, wo man dann nachschauen kann, wo sein Guthaben gespeichert ist, wo seine Matrikelnummer gespeichert ist, wo die Zeitstempel dafür gespeichert sind und ähnliches. Das kann man alles rausfinden. Oder auch, was weiß ich, manche haben extra Konten, wo dann der Kopierstand, wie viele Kopien man noch machen darf, drauf sind. Also das kann man alles verändern und anschauen, nachdem man die Schlüssel geknackt hat. Hier war es auch MyFair Classic, aber ein anderes System. Also nicht von diesem Hersteller, sprich anders organisiert. Von dem her müsste man dort die Daten lesen und wahrscheinlich erstmal wieder Vergleiche einstellen, um zu rekonstruieren. Ja, wofür? Also ganz viel dieser Arbeit ist dann eben Analysearbeit. Also sprich, so habe ich das damals auch gemacht. Ich habe halt 10 Euro draufgeladen, damit ich genau weiß, das sind 10 Euro. Dann bin ich mir zum Snackautomaten gegangen, habe mir was für Betrag X gekauft und dann danach wieder einen vergleichenden Speicher gemacht, um zu schauen, wo finde ich die, was hat sich geändert, kann ich da drin irgendwo den Geldbetrag wiederfinden und sowas. Also da sind sehr viel so, ja, Reverse Engineering und auf Bits und Bytes Stachen dabei, damit das am Schluss funktioniert. Hallo. Ich habe kürzlich mal auf AliExpress ein bisschen rumgeguckt, was so für Spielzeug gibt. Und zwar also ganz normale Bauteile eigentlich. Und da habe ich also so diverse NFC-Reader so mit Breakout-Board und so gefunden. Ja. Da habe ich mich gefragt, muss ich jetzt für eine so eine uralt MyFair Classic möglicherweise einen anderen Reader haben, als für so eine sichere Karte, die AES kann? Und was mir auch noch auffiel, die ganzen Karten, die die dort vertickt haben, also es stand oft gar nicht so genau dabei, was es eigentlich ist. Ja. Und abgesehen davon war mein Eindruck irgendwie, das ist alles MyFair Classic, kann das sein? Also in sehr vielen Fällen ja. Also da wird ganz, ganz, ganz viel MyFair Classic vertrieben. Das liegt außerdem daran, dass China extrem darauf gesetzt hat. Also in China, wenn man dort gemeinsam in einem großen Wohnkomplex wohnt, dann funktioniert allein schon die gemeinsame Waschmaschine im Keller, funktioniert halt mit einer MyFair Classic-Karte oder teilweise bis hin zu warmem Wasser oder sowas. Also die sind da sehr, sehr viel fit und wahrscheinlich ist aus dieser Not auch diese Karten geboren und die werden dort halt wirklich überall verwendet. Deswegen dort recht viel. Ja, also auf AliExpress gibt auch andere, aber ja, typischerweise muss man sagen, fast alles, was man dort kriegt, zumindest in die Richtung, sind dann so MyFair Classic-Karten oder man nimmt dann tatsächlich komplett andere wieder, die dann wieder irgendwie dem NFC-Typ XY entsprechen, die kann man dort schon auch kaufen. Was die Leser noch angeht, ist eine ganz interessante Frage, gerade vor allen Dingen, weil MyFair Classic doch irgendwie ein bisschen spannend ist. Wir erinnern uns zurück, da war ein Teil proprietär von. In den meisten Fällen geht das ganz gut, auch mit den typischen Lesegeräten. Und in den meisten Fällen, das heißt natürlich, es gibt Ausnahmen, gerade bei Handys zum Beispiel. Handys können eigentlich MyFair Classic lesen, also die Frequenz stimmt, passt alles soweit. Jetzt gibt es aber viele Handys, die haben die Chips, die da drauf, die NFC-Chips sind von Broadcom hergestellt. Die sind nicht lizenziert von NXP. Und dementsprechend können die ja kein MyFair Classic lesen. Also dürfen sie nicht, können, tun sie es wahrscheinlich technisch, aber darf man halt nicht. Sprich, wenn man ein Handy gekauft hat, was einen Broadcom-Chipsatz drin hat, kann man typischerweise zumindest kein MyFair Classic lesen.
Das steht natürlich auf keiner Packung drauf, deswegen ist es ziemlich anstrengend, das herauszufinden. Es gibt Listen im Internet, wo man so ein bisschen nachschauen kann, was vielleicht drinsteckt. Oder mal Apps ausprobieren, wenn irgendeine MyFair Classic-App nicht funktioniert. Also gerade, wenn es ums Lesen geht. Gleich am Anfang anzeigen ist immer ein bisschen schwierig. Dann kann man zumindest mit einer gewissen Sicherheit sagen, ob das das Handy kann oder nicht. Und bei diesen Lesern, die kommen eigentlich ganz gut damit klar. Also gerade eben so einer kann dann auch MyFair Classic lesen oder auch die Breakout-Board-basierten. Können einige ja, andere nein. Ist schwierig zu vergleichen. Also ich glaube, diesen einen ganz typischen Breakout-Board-Reader, den es gibt, ich habe die Nummer vergessen, MCR522 oder sowas. Da nickt einer, sehr gut. Ich glaube, der hatte Probleme mit MyFair Classic, aber da würde ich mich jetzt nicht gerade drauf festnageln lassen wollen. Wobei ich glaube, nee, ich glaube sogar, der konnte es eigentlich lesen. So rum eher. Aber es gibt eben welche, die dann nochmal ein bisschen abgespecktere Variante drin haben, die können dann nicht wieder alles. Ja. Okay. Verwendest du selbst NFC zum Bezahlen und was meinst du in Zukunft tun zu wollen? Selber habe ich, glaube ich, gerade wenig an mir, dass ich nutze, um wirklich NFC zu machen. Ja, also eine Kreditkarte besitze ich auch, die auch schon dieses NFC verwende. Dafür habe ich dann tatsächlich einen Geldbeutel, in dem eben so eine Schutzhülle gleich eingenäht ist. Sprich im Vorbeigehen auslesen ist damit nicht. Auch da interessant, je nach Kreditkarte kann man da erstaunlich viel lesen, also die letzten Transaktionen oder so, das geht auch ohne Schlüssel teilweise. Also gibt es einfach eine Android-App, zum Beispiel runterladen, ausprobieren, kann man das mal nachschauen. Geht mal besser, mal schlechter, weil die Karten sich eben ein bisschen unterscheiden. Ich selber nutze, also das wäre das einzige Bezahlsystem, was NFC-Basis hat, was ich nutzen könnte, und ich nutze es nicht auf NFC-Basis, wobei das jetzt eigentlich nicht den Unterschied macht, also ob ich die Karte reinstecke oder eben nicht dabei reinstecke. Also gut, man müsste natürlich, je nach Paranoid-Level, also wenn natürlich einer in 5 Meter Entfernung sitzt, aber auch dann wird es schwierig, also die Karten, das ist schon relativ weit entwickelt, die haben Verschlüsselung, die tun auch die Funkschnittstelle wird dabei verschlüsselt. Das kann man, also das trifft nicht auf jede Karte zu, aber eben da ist schon recht viel gemacht worden, das passt eigentlich ganz gut. Grundlegend, also gibt sicherlich Ausnahmen, ich habe mir das gerade bei Kreditkarten noch nicht genug angeschaut, um eine wirklich kompetente Aussage machen zu können. Ja, da wir gerade bei den Breakout-Boards waren, ich habe gerade neulich mal versucht, so eine Interflex-Karte zu lesen mit so einem Board und bin da doch auf einige Probleme gestoßen und dann auch kennengelernt, dass es da auch verschiedene Standards gibt. Ja. Hast du da weitere Informationen dazu? Was heißt Informationen? Interflex stellt viele verschiedene Zutrittsgeräte her und tut in diesen Zutrittsgeräten tatsächlich das einbauen, was der Kunde prinzipiell will. Sprich, es gibt Interflex-Lesegeräte, die können MyFair Classic sein, MyFair Deathfire, es gibt die mit Legic Prime drin, sprich, von der Karte her kann ich so nicht sagen. Da müsste man erstmal die Karte gelesen haben oder halt genau herausfinden, was das war. Wenn zum Beispiel Legic Prime wäre, würde es mich nicht wundern, wenn es mit einem Breakout-Board tatsächlich nicht klappt. Das macht einfach sehr viele Probleme, da sind die Werkzeuge nicht so für da. Wenn es jetzt sowas wie MyFair Classic drin war, dann würde ich erwarten tatsächlich, dann ist es unabhängig des Herstellers, dann müsste das eigentlich funktionieren. Aber da der Hersteller eben sehr viele verschiedene macht, kommt es wieder mal drauf an, was drin steckt. Also wenn die Karte dabei ist, kann man nachher gerne mal drauf schauen oder so. Gut, wir haben die Q&A-Zeit gut genutzt. Ja. Du hast ja schon angekündigt, dass du noch bis Samstag verfügbar bist, also einfach aufsuchen. Ich sehe jetzt schon, also ich muss mir entweder für mein Portemonnaie auf jeden Fall was besorgen und mehr mit meinem Phone rumspielen, weil ich habe ein Android, ich habe auch schon rumgespielt, mal versucht alles auszulesen, das ist ganz interessant, geht erstaunlich viel. Ja. Genau, ich möchte nochmal um einen herzlichen Applaus, nicht nur für den tollen Vortrag, auch für die geduldige Q&A mit uns danken, Gerhard. Ja, das war es jetzt hier zu diesem Vortrag.